Hi Leute, willkommen beim neuen Video von THK Styling. Heute mal was ganz anderes. Ja, wir haben heute mal keinen V8 Sound, sondern wir sind elektrisiert, ja? Elektrisiert. Wir sind unter Strom, ja. Wir haben einen Stromer, wir haben einen Tesla und zeigen euch mal, was wir mit dem Tesla so angestellt haben, ja. Model 3 Performance und ich muss sagen, ist richtig geil geworden. Also ich hätte mir nie getraut, hätte es einer zu mir gesagt, von wegen, dass ich mal sage, ein Tesla ist geil geworden. Aber das Auto ist echt gut geworden, ja. Also auch optisch und auch von Vorleistung bin ich total begeistert. Und ist mal was anderes, ja. Also, ja. Ersetzt kein V8, auf keinen Fall, aber es ist eine Alternative, um schnell von A nach B zu kommen. Sagen wir es mal so, ja. Und auch ansehnlich, ja. Ich sag mal, wenn du so die Tesla siehst, sehen alle gleich aus. Und so haben wir mal gezeigt, was man machen kann. Ja, ist noch nicht fertig, das Auto. Es gibt noch mal, denke ich mal, ein Video von der Innenausstattung. So weit sind wir nicht. Aber ich wollte halt mal zeigen, was wir bis jetzt gemacht haben, rein optisch von außen und was geht, ja. Ja gut, Leistung brauchen wir ja nicht, weil das ist ja ausreichend eigentlich da. Genau, ja. Also das Beschleunigen war sehr magen. Ist schon geil, ja. Erdrückend. Ja. Wie gesagt, die Emotion kommt halt daraus, jeder Designs und das brauchen wir glaube ich nicht länger ausschlachten oder brauchen nicht weiter drauf eingehen. Gell? Der eine mag, der andere mag es nicht und wir haben halt gedacht, es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt auch grau und für jeden Anwendungszweck ist in Ordnung, gell. Wir holen jetzt erstmal das Straggy, ja? Ja. Man hört ja gar nichts, du. Ich glaube, das ist ein Elektroauto, du. Das ist echt ungewohnt. Oh, Sonne. Kann das sein, du? Ich glaube, der läuft nur mit Strom. Ström? Ström. Das ist so ein Strömer. Das ist kein Verbrenner, das ist ein Strömer. Das ist ein Strömer. Ja. Das ist ein Öko-Strömer. So Wahnsinn, du. Der ist schon mal größer einstellen, genau. Ah, ja. Und jetzt. Dann können wir da gleich gucken hier nach, was für einen Modus der drin hat. Oder so. Start. Achso, das kannst du übers Handy machen. Okay. Ja, genau. Okay. So, genau, übers Handy kannst du das machen. Jetzt gehe ich aufs Auto und jetzt gucken wir mal, was wir für einen Modus haben. Das heißt. Pedale und Lenkung, Beschleunigung, Sport. Ah, okay. Standard machen wir auch mal Sport. Genau. Ah, warte mal, machen wir mal Rollen. Freies Rollen nach Lösung des Bremspedals. Okay, das haben wir schon mal. Wir müssen mal nachgoogeln, wie das ist. Wie macht man? Wie machst du Prüfstandsmodus? Wir gucken mal nach. Hallo Leute bei einem neuen Video von Thomas Beauty Palace. Oh, Thomas Beauty Palace. Vom Thomas Tesla Paradies. Heute zeigen wir euch, wie man im Tesla Müsli essen kann. Müsli? Ja. Weil wir richtige Studenten sind im Tesla. Mit oder ohne Traube? Mit Traube. Nee, Traube ist Säure drin. Hör auf. So, jetzt auf. Pass auf, können wir. Guckst du auf die Kamera? Also, oder willst du erst mal zu mir sagen, nur von der Hand? Immer nur von der Hand. So. Ist ja nichts. So. Können wir. Das ist natürlich geil gegen die Sonne, ne? Ja, mach. Boah. Okay. 3,53. Alter. Sieht man das da? 3,53. Mit Winterreifen, ja? Mit Winterreifen. Dick Marco dabei. Boah. Ich glaube meine Augen waren zu. Ich glaube echt meine Augen waren zu. Geil, oder? Boah, Alter. Wir machen das nochmal. Wir gucken mal, ob wir das schneller hinkriegen. Die geben 3 Sekunden an. Muss ja auch 3 Sekunden packen. Ja. Ja gut, der Akku ist 3/4 voll. Ja, hier. Yeah. Hier ist doch genau. Aber dann. Willst du geradeaus oder hier drehen und zurück? Ich tu geradeaus, weiter. Wollen wir. Können wir? Jo. Boah. 3,67. Langsamer. Ja. Was war?
Frage, ist er vielleicht schon zu warm? Ach nee, das macht jetzt nichts wirklich aus, ne? Nee. Beim Tesla. Also das dürfte jetzt nichts ausmachen, ja. Da müssen wir nochmal dran, fahren. Was geben die an? Unter 3? Ja, und das ist jetzt blöd, da geht es jetzt bergab. Ne, die geben 3 Sekunden genau an. 3 Sekunden genau. Ja. Gut, bergab können wir jetzt ein bisschen bescheißen. Oder 3,3. Ich bin mir jetzt nicht, müssen wir gucken, aber ich glaube, Werksangaben sind 3,3, ja. Boah, Alter, das ist... Ich meine, da waren wir bei 3,5 mit Winterreifen schon nah dran, ja, aber da muss doch was gehen. Ja gut, und meinst du, die Sommerreifen macht da viel aus? Weil, boah, ja, Schlupf ist ja null, also... Guck drauf, ja. Boah, Alter. 3,5,9. Besser wird's nicht, ne? Es ist echt anstrengend, die Kamera zu halten. Nee, die Gehkräfte hier. Die geile, ne? Oh! Marco, der wirst du ja richtig reingeschleudert hier. Ja, ich glaube, ich muss meinen Kopf echt so nach hinten lassen. Ist schon was anderes. Macht schon Spaß, gell? Ja. Wenn jetzt so ein bisschen V8 gepumpt da wäre das schon geil. Gibt es da nicht, kannst du bestimmt hier über es die Boxen... Es gibt so einen Soundgenerator, das kannst du einbauen, das habe ich gesehen, ist aber auch wieder nicht legal, weil alles, was Spaß macht, ist ja... Weißt du, nur für den Innenraum. Darf man das sagen? Nee, auch für außen, so ein Soundgenerator, wie es halt gibt, wie gesagt, gibt es auch fürs Model 3, ja. Ach so. Was halt außen den Sound auch nach außen. Und das ist auch illegal. Projekt, das ist illegal, alles illegal. Und du sagst, die außen sind viel zu leise. Ja, ich meine, kann ja auch Leben retten, gell? Ja. Wie schnell dir einer überrollt wird, weil er das Auto nicht angeflogen wird. Das ist unverantwortlich. Unverantwortlich. Ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, ist es eigentlich, ist es echt ein cooles Auto. Ich hätte es nicht gedacht, gell? Ich war ja auch immer so, wo ich gesagt habe, hier, damals sage Elektro. Ja, ne, ich war ja auch mal selbst. Und der war es oder ziemlich voreingenommen. Aber ich glaube, das ist halt auch das Problem, gell, heutzutage, dass es nur noch schwarz oder weiß gibt. Dass es kein Zwischending mehr gibt, dass man nicht sagen kann, okay, hier, das hat alles seine Daseinsberechtigung. Ich meine, Welt ohne V8 macht keinen Sinn und was, oder ohne Verbrenner, es funktioniert gar nicht, brauchen wir keiner was zu sagen, ja. Aber es hat alles so seine Daseinsberechtigung, meine ich. Sagen wir mal. Kommt immer drauf an, was man mit dem Auto vorhat, was man benutzt. Ja. Ich finde ja wirklich so für den Alltag, wenn du sagst, du fährst Kurzstrecken oder was heißt Kurzstrecken, so 100, 200 Kilometer am Tag, ist so okay. Ja. Aber wenn du halt Spaß haben willst und ein bisschen Sound, ja, dann nimmst du den Verbrenner. Genau, es hat aber alles beide seinen Reiz und seine Daseinberechtigung. Ja, also wie gesagt, Beschleunigung ist echt krass. Also das kriegst du mit dem Verbrenner so mit der PS-Leistung nicht hin. Nee, du kriegst halt auch, wie gesagt, ja. Ich sag mal, die Fahrfreude ist beim Verbrenner nochmal anders, wenn du merkst, Schaltvorgänge, was, ja. Ja, du hast mehr Emotionen dahinter. Aber das ist ja hier wie am Band durchgezogen, ja. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich mich schwer, glaube ich, nie auf E-Auto gekommen, wenn Tesla halt nicht das Performance-Modell so hätte und das war. Ich meine, das Ding läuft 240. Das ist schon mal für ein E-Auto auch nicht so schlecht, gell. Ja. Ich muss mal nachgucken, 3,3 Sekunden meine ich, von 0 auf 100 angegeben. Ist geil. Ja, das ist brutal. Also. Ich meine, kann man es draus machen und das braucht man nicht schlecht reden. Und das hat nichts irgendwie mit Umweltschutz oder sonst was zu tun. Das hat einfach was. Das Ding hat mich von der Performance komplett begeistert. Ja, ja, ich sag ja auch mal, auch die Optik, dass ich meine, es muss einem ja gefallen. Du kaufst jetzt nicht ein Auto, was du total hässlich findest und nur um zu sagen, ey, ich bin jetzt, ich fahre jetzt Elektro, weil es gut ist, ja. Performance, das muss passen, wenn das Ding nicht voranläuft, dann deswegen Optik. Ja. Haben wir ja schon schön, wird sich verändern. Wird sich verändern, weil original ist das Ding halt echt langweilig. Ja, ich sage jetzt nicht hässlich, aber es ist langweilig. Ja, das ist muss halt ich ehrlich sagen. Also es ist von der Stange halt so plötzlich anhört. Ja, ja, du hast nicht viel Wahl, du hast 5 Farben, die du dir aussuchen kannst, 2 Innenausstattungen und ja, bei der Tesla, bei den Superchargern kommst du ein bisschen vor wie eine Sekte. Wenn da auf einmal 12 gleiche Autos stehen in weiß und was. Ja. Weiß kostet, glaube ich, auch keinen Aufpreis. Das ist vielleicht auch deswegen die meisten Tesla weiß. Ja. Gut, aber du merkst halt auch wieder vom Preis her, ist halt auch anders. Ja? Das ist halt auch der Nachteil, dass du dann wirklich von der Ausstattung nicht viele Möglichkeiten hast. Ist dann die Masse, die es dann wieder macht. Ja, ja. Was ich aber auch wieder daran oder. Wo ich mir halt gedacht habe, was ich halt recht cool finde, dadurch ist halt, dass weil alle gleich sind, kannst du auch viel verändern, gell, dran. Also kannst du das Auto echt individualisieren für Kunden und machen. Waren jetzt gerade beim Sattler, können wir vielleicht auch mal einblenden bei unserem Video. Den Himmel, wir machen jetzt den Himmel in Alcantara, ja. Also das haben wir jetzt gerade beschlossen und noch so ein paar Sachen.
Wärmeentry nach und nach verändern in Alcantara, dass einfach ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal Leberang, ich finde Alcantara eh geil. Ich finde das auch schick, also ich meine, das jetzt mit dem Hellen ist jetzt nicht, ja, so, aber Alcantara, Dachhimmel, A-Säule. Ich glaube, das hast du, Cadillac hast du auch Alcantara. Ja, ich, ja. Ja, sehr viel sogar. Ja. Ich finde das halt, ich finde Alcantara allgemein, das finde ich echt schick. Ja. Es fässt sich halt auch schön an, ja. Lenkrad dann auch in Alcantara? Lenkrad auch, ja, ja, ja. Wobei ich echt am gucken bin wegen den Jucklenkrad. Gell? Ich glaube, selber würdest du mir machen, ja. Aber wie gesagt, das Auto fährt ja überwiegend die Nadine. Das Lenkrad, es sieht cool aus, aber ich finde das sowas von unpraktisch. Ja, man muss halt mal fahren, gell. Also der, ich habe ja gesagt, ich habe es jetzt auch nur in einem YouTube-Video gesehen, wie der das damit gefahren ist oder es getestet hat, gell? Und der sagt, er fand es halt super angenehm, dass er nicht hier drauf geguckt hat. Dass dem ist gleich aufgefallen, dass er hier praktisch freie Bahn nach vorne hatte zum Gucken, ja. Und sagt, mit dem Lenken her, echt angenehm, ja. Man muss ja mal gucken, du machst ja eigentlich die Bewegung, mehr machst du ja nicht, ja. Das ist richtig, ja. Bist halt am sei denn, du fährst in der Stadt, das ist vielleicht blöd. Ja, man müsste mal ausprobieren. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Du musst mal deine Hände am Lenkrad festkleben. Genau. Und dann... Scheiße. Ich kann nicht mehr einparken. Ja, das fällt flach, das ist dann vorbei. Ja, hier kannst du hier auf den Knopf drücken, dann packt der doch selber. Ja, aber wenn die Hände am Lenkrad festgeklebt sind. Achso, alte Mops, mit der Nase. Ja gut, also wird auf jeden Fall sich viel noch ändern. Außen wie innen. Ja. Ja. Höhe bin ich mal gespannt, wie sich das auch, weil ich sag mal, der ist jetzt nicht weich gefedert. Also der ist schon... Nee, der ist schon straff. Das tun auch viele bemängeln eigentlich, gell? Dass er da schon ziemlich hart auf der Straße liegen tut, das Auto. Gell? Also ist jetzt kein nett auf Komfort getrimmt oder was? Nee, aber ich dachte, ändert sich das mit... Nee, du hast ja nur Beschleunigung, Lenkmodus. Dass du da nicht irgendwie noch so eine Einstellung hast wie so ein Magnetic Ride Fahrwerk oder sowas. Nee. Das wundert mich eigentlich. Nee, das Fahrwerk, da haben sie echt, das ist ein starres, festes Fahrwerk, ja. Aber ich habe mir mehrere Videos da angeguckt und gemacht, ja. Ja, hätte ich nie gedacht, wie gesagt, dass ich mich mal so mit dem Thema befassen tue und was für ein Auto. Aber ich muss echt leider gestehen, ja, weißt du selber, ich habe Benzin im Blut und was mit Dragster fahren, was will ich denn missen. Aber ich fand halt von der Performance her, fand ich es halt echt, echt geil, gell. Also wir haben Probefahrt in Darmstadt gemacht beim Tesla Store. Ich war begeistert. Alleine, wo wir die Beschleunigung machen, habe ich gesagt, hier so ein Ding musst du haben. Ja, ja, also wie gesagt, also Beschleunigung ist echt brachial. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Weil ich meine, wir sind schon etliche Autos gefahren, auch Zeiten, aber das ist echt, gerade so von unten raus, ich meine 3,3 Sekunden. Oder 3,5, je nachdem. Ja. Aber 3,5, das ist schon. Ist eine Ansache, ja. So, das sind die neuen Felge für unseren Tesla, ja. Vorne 9x20, hinten 10,5x20. Ja, das ist die Designs von Schmidt. Ich bin mal gespannt. Also, wie gesagt, hinten kommt ein 2,85 und vorne meine ich 2,45 drauf. Bin mir nicht ganz sicher, von hinten bin ich mir sicher, weil da habe ich echt erstmal geguckt im Gutachten. 2,85 ist schon geil, ist auch schon amtlich für einen Tesla, gell? Ja, des Weiteren kommt ein KW Variante 3 kommt rein. Ist jetzt auch Kommentar, können wir gleich mal hingehen, zeige. Dann Startex-Bremsleitung, Schläuche, Bodykit kommt dran, Hersteller zum Schnittverrat, wie gesagt, also ein bisschen so, sag mal, Eingrenzung mit und was, wird aber eingetragen, haben wir geguckt, gibt es nämlich Materialgutachten für, haben wir uns drum gekümmert. Ja, also haben wir jetzt Bodykit, Stabi-Kit kommt noch, ein HR-Stabi-Kit. Ja, also möchte ich schon mit dem Auto probieren und machen das auch so. Wir fahren den ja heute mal Serie, Margo, genau. Hab ich eigentlich schon mal mitgenommen. Einmal, ja. Einmal. Das war schon sehr spektakulär. Ja, ja, ja. Wie gesagt, die einzige Scheiße an dem Auto ist, dass es ein Elektroauto ist. Ansonsten ist das Auto geil. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Also wie gesagt, das Ding macht schon Spaß, gell? Also da wo ich mitgefahren bin, also das fand ich schon, das war wie so ein Schlag ins Gesicht. Also, ja, das ist schon Power. Anzug her, von der Power her ist es echt unbeschreiblich, ja. Ja, das ist auch das stärkste Modell von der Baureihe, ne? Von Model 3 ist genau, so ein Model 3 Performance, ja. Ich meine 462 PS jetzt umgerechnet in Elektro-PS, ja. Ja, der Dualmotor, ja. Was heißt Dualmotor? Da vorne hin ein Motor und wie gesagt, okay. Den gibt es auch nochmal Dualmotor mit Long, also das heißt den Long Range und dann hast du, ich meine, 50 oder 80 Kilometer mehr, ja. Also lieber geil fahren, lieber Druck ja. Als 80 Kilometer, oder? Ja klar, ich verstehe die Frage nicht. Ja, nee. Gut. Was hat der Originalgröße an Felgen? 18 Zoll, 19 Zoll? Nee, 20 Zoll. Auch 20 Zoll. Das ist Original? Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja.
Aber so breite Reifen, also Reifenbreite wäre... Nee, 245 hat er, glaube ich, oder 235 drauf. Komm, wir gucken mal. Ich habe sie da doch. Also mal gucken. Das sind die Original-Wheels. Ja. 235, 35 R20. Vorne und hinten 235. Genau, ringsum. Ja, und jetzt okay. Bekommt ihr ja Mischbreite. Also das weiß ich, bekommt, vorne bekommt der schmälere und hinten halt die 285er, ja. Und die, ja. Hat der prozentual hinten dann, also theoretisch mehr Antrieb hinten oder kannst du das eigentlich? Nee, das ist das Schöne ja dran. Echt bei dem Ding ist, dass du das prozentual verstellen kannst. Also ich kann einen reinen Fronttriebler machen, ich kann einen reinen Heckantriebler machen, ja. Oder 50-50. Genau, oder 50-50, so fährt ihr jetzt gerade, ja. Okay. Das vorne hin, also das brauchst du wie Allrad, also ist ein Allrad. Ja, was ich mal testen will, ist, habe ich jetzt viel gelesen, du kannst den irgendwie in so einen Drift-Mode oder Prüfstandsmodus heißt stellen, weil ich, was habe ich als erstes mit dem Ding probiert, einen brennen zu lassen. Geht nicht. Geht nicht, da habe ich schon gedacht, oh, das ist ein bisschen scheiße. Ja, das ist... Ja, aber es gibt jetzt genug Videos im Netz oder was, ja, wo sie Dinge in reihenweise ablegen machen, weil sie ganzen machen dann auf Prüfstandsmodus und dann tun sie Dinge reihenweise ablegen. Okay. Ja, das testen wir aber mal heute. Also wir tun mal Prüfstandsmodus. Na gut, ist ja ein bisschen nass, das ist nicht ganz so wild. Ja, gucken wir, ob wir einfach mal einen stehen lassen können. Ich meine, das ist ja das A und O für so für ein Auto überhaupt. Wir haben ja leider jetzt, machen wir ja nichts an Mode oder an Leistung, jo, machen wir noch nichts. Aber es stimmt, du hast recht, das können wir schon machen mit Felgen, gell? Das wäre mal interessant, ob jetzt das Auto, es wird ein rein optisches Tuning, glaube ich. Na gut, da die Größe sich von den Felgen ja nicht wirklich ändert, ist es, glaube ich, jetzt auch nicht ja, okay, ganz so wild. Breiter, die Breite ist halt. Wird breiter, gell? Und die Felge, ich weiß auch nicht, welche jetzt schwerer ist. Also, es ist echt rein eine Optikgeschichte, ja. Das könnte man zur Not ja wiegen. Aber gut, hinten könnte ja halt schwerer sein, weil sie breiter ist. Ja, ja, ja. Also, hinten würde sie schwerer werden, gell? Dann gucken wir mal. Aber das können wir machen. Mal andere Sachen nochmal angucken oder wo wir es dann, wenn wir ausgepackt haben und was? Na, was ja, hast du nicht großartig weiter ausgepackt? Ich habe nur gar, ich habe bis jetzt nur die Felge ausgepackt, weil die wollte ich eigentlich mal montieren. Wie ja, du, wie du Bock ja hast, ich, wir haben ja Zeit. Alter, dann gucken wir mal. Ja. Also wie gesagt, ich schätze, achso, na warte mal, was hat man, ach, ich weiß es gar nicht mehr, 3,5 oder irgendwas? Ja. 3,5, 3,4. Ich denke mal, durch die breiten Reifen wird er ein bisschen merklich langsamer, oder was? Ich meine, ich kann das echt nicht einschätzen. Nee, also vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, nee, vielleicht oder merkt nichts, ja, genau. Ja, vom Gefühl her merkst du nichts? Merkst du nichts mehr? Ich merke nichts mehr. Kaputt? Ja. Oh, Alter. Oh, 3,5, 6. Gleich. Gleich geblieben, ja. Alter, da läuft mir die Sabber im Mund nach hinten, ey. Geil. Alter, ist das krass. Alter.
es ist echt böse. Aber es ist gleich geblieben. Also das da ist geil, ja. Dafür, dass wir jetzt hin eine 285er Reifen haben. Ja, und vorne ist ja auch breiter. Vorne ist ja 255er? Nee, 245. 245. War vorher war ringsrum 235. Ja, ja, genau. Ja, aber gerade hinten, ich meine, das ist schon gewaltig. Nee, aber okay, also das cool. Ist völlig egal. Aber der Anzug ist immer noch, es ist immer noch total, total. Ich bin jetzt echt voll gespannt von 100 auf 200, ja. Ja, also wie gesagt, also ich habe ja ein bisschen mich informiert, also ich denke mal so 11, also ich schätze mal einfach 11. 10, halb 11. Okay. Was ja eigentlich auch echt schnell ist. Ja, was nicht schlecht ist, ja. Was denkst du? Auch so? Oder? Ich schätze auch so um den Dreh, ja. Ja. Ich fand es jetzt auch nicht, dass er obenrum irgendwo ein bisschen, sag ich mal, magerer wird oder langsamer. Ich meine, ich habe dir ja gesagt, ich bin mit dem 240 gefahren gehabt und es ging, weißt du, deswegen habe ich differenziert.